können wir jetzt nämlich die Chance ergreifen und nochmal zum Wunderland fliegen. Ja, wir fliegen als erstes zum Wunderland. Und ich fliege einfach so mal so manuell. Einfach so mal manuell. Oh Gott. Sogar neue Raumschiffe. Das wusste ich noch nicht, dass es hier jetzt auch neue Raumschiffe gibt. Aber was für Raumschiffe, Alter. Jo. 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 Ist klar. Oh oh. Scheiße. Alter. Was ist hier passiert? Die Herzlosen haben sich insgesamt verstärkt. Auch noch die Flotte hat sich verstärkt. Nicht gerade wenig. Weil ich habe danach habe ich immer privat den Warp-Antrieb benutzt. Das ist jetzt also das erste Mal, dass ich manuell nach der Rettung von Kairi mit dem Gummijet fliege. Das hört sich jetzt für mich blamabel an, ich weiß, aber ich habe wie gesagt schon gesagt, yo, läuft. Ich habe schon gesagt, dass ich längst nicht alles kämpfen gegen den Atem, wie gesagt, das gehört dazu. Heftig. Das Wurmloch brauchen wir nicht mitnehmen, das hat sich nicht geändert. Nein, ich will das Wurmloch nicht. Dieses dezenten Zeichen, das ihr übrigens gesehen habt, soll ein Zeichen sein, so du musst jetzt hier links lenken, damit du da reinkommst. Ungefähr. So. Wir wollten ja eigentlich auch nochmal zu Kitten nochmal ein paar Gummisteine loswerden, aber die können wir ja auch genauso gut verbauen irgendwie. Wunderland. Eieieiei. Ja, das ist schon eine Hausnummer, liebe Leute. Also ihr merkt schon, das wird jetzt echt heftig. Wir gehen erstmal in den Kaninchenbau, würde ich sagen. Weil dort ist nämlich ein Triotech, das auf uns wartet. Ein grünes, wie ich hinzufügen möchte. Eine altvertraute Musik aus den Anfängen dieses Projektes. Wir sind wieder zurück im Wunderland. Seit langem mal wieder. Wir benutzen jetzt etwa das grüne Triotech. Und es regnet eine Truhe runter. Mit Elixier da drin. Wunderbar. Ich glaube, hier gibt es sogar eine Passage, wo dann die Herzlosen auftauchen. Das ist jetzt momentan aber nicht so. Okay. Vielleicht haben wir noch ein Stück. Vielleicht ist es dann so. Ja, jetzt sind sie. Schattenquasare, Schwarzmagier und alles hier. Also ihr seht, die haben nicht nur die Stadt Traverse befallen, sondern auch das Wunder. Und dann noch diese Musik dazu, herrlich. Ja, Schwarzmagier, es war so klar, dass du mir Blitzattacke einsetzt. Irgendjemand hat gerade einen Schattenquasar zerlegt. Das waren wir jetzt. Wir legen auch noch. Ich glaube, wenn wir das... Oh! Die haben wir auch lange nicht mehr. Oh! Die Zipfler sind auch noch da! Ey! Mensch! Die sind auch noch da! Und jetzt... Oh, 60 Punkte! Geil! Als wir noch eine Stadt Traverse waren, wo sie noch waren, da gaben, haben sie lediglich einen Punkt gebracht. Jetzt bringen sie das 60-fache davon. Das ist doch mal cool, Leute. Immer noch nicht. Oh, ein Defender. Alter, jetzt können wir ordentlich aufs Fressbrett. Jetzt, au. Mensch, jetzt will ich mal Bambi zeigen. Ich mach das jetzt einfach mal. Den habe ich nämlich noch gar nicht gezeigt. Beziehungsweise S. Ich sag jetzt einfach mal S, weil ich nicht weiß, ob das Männchen oder Weibchen ist. Weil ich habe nie Bambi geguckt. Ja, das gebe ich offen und ehrlich zu. Weil ich einfach dazu keine Lust hatte. Ich glaube, dazu war ich auch so ein bisschen zu eigen, muss ich dazu sagen. Jedenfalls habe ich mich so gefühlt. Wie ihr seht, Bambi sorgt dafür, dass die... Alter! Magiepunkte auf fünf große Nachteil ist, dass er eben halt die beiden Gefährten in Anspruch nimmt, nämlich Donald und Goofy. Deswegen müssen wir jetzt selber aufpassen, dass wir uns regelmäßig heilen. Aber das ist echt eine schwierige Kiste. Oh.
Ja, und da hat es sich ausgebambiet. Jetzt habt ihr es mal gesehen, was Bambi drauf hat. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sich die blaue Leiste vollgefüllt hat. Dazu sind wir jetzt einfach nicht gekommen. Oh, ihr habt jetzt auf jeden Fall mal Bambi in Aktion gesehen. Ein Luna-Kristall. Wir haben irgendwas gekriegt dafür. Ja, da ist die Tour. Sehr schön. Final-Elixier. Ja, geil. Final-Elixier erhalten. Ja, sehr schön. Können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir ins Wunderzimmer und nehmen dann wieder den kleinen Trank zu uns, ne? Damit wir wieder kleiner werden. Oh, wie lange ist das jetzt schon her, dass wir hier drin waren? Alter Schwede. So, jetzt werden wir kleiner und dann fallen gleich die Herzlosen über uns her. Über uns her. Ach, hier ist noch ein Grün. Ja, geil. Hier ist noch ein Grün. Den können wir auch gleich mitnehmen. Das heißt, wir müssen erstmal die Herzlosen kalt stellen. Das war ein Double Kill. Geil. Unbewusster Double Kill. Na, ich will auch jemanden schlagen. So, jetzt will ich auch mal jemanden schlagen hier. Von den Herzlosen. Geht ja wohl gar nicht hier. Alle dürfen schlagen, nur ich nehme. Sehe ich das hier? So, 90 Punkte, geil. Ein Defender im Klein... Oh, ein Defender im Kleinformat. Und weil wir schon dabei sind... Mushu. Dann haben wir nämlich alle Rufzauber durch. Ich bin Mushu. Wie schön, Mushu. Hab dich. Oh, ich sollte mich vielleicht mal zwischendurch ein. Ja, er feuert, er sitzt auf unserem Köpfchen. Auf unserem Köpfchen, ist klar. Feuert jetzt mit Feuerbällen auf unsere Gegner. Ihr habt ja gesehen, beim Eiszipfler bringt er sogar Bonuspunkte. Ist ziemlich von Nutzen, wenn man Bonuspunkte sammeln möchte. Aber ich sag mal so tendenziell, ihr seht ja, wir selber können nicht agieren, außer mit Magie. Ist das, finde ich, ein ziemliches Handicap. Vor allem, weil wir uns regelmäßig heilen müssen. Wir sind praktisch wehrlos gegen die ganzen Herzlosen. Wir können nicht mal diese Attacke hier abwehren. Oder? Doch, das würde gehen. Verdammt. Aber das ist ziemlich auch schon alles, was Mushu zu bieten hat. Ja. Wie gesagt, deswegen halte ich eigentlich nicht so viel von den Rufzaubern. Bis auf Nasoweiß. Nasoweiß ist wirklich nützlich. Gerade gegen meinen Hassboss, da wird ich sogar im Lösungsbuch empfohlen, ihn zu rufen. Sie zu rufen, das ist ja eine Frau. Beziehungsweise ein Spiel. Gehen sich ja meistens vielleicht nicht. Feminin. Alter! Ich krieg das momentan nur auf die Fresse hier. Beziehungsweise wir. Cyanid-Splitter, ja, sehr schön. So, jetzt auf den Defender hier, der ärgert sich schon so lange. Oh. Und es kommen immer wieder neue Herzlose. Ist das nicht schön, liebe Leute? Es könnte sogar noch sein, dass es eine Überlänge von der Überlänge gibt. Auch ein schönes Wort. Es ist eine Überlänge von der Überlänge. Alter! Ja, danke, Donald! Ich mag dich auch, du alte Socke! So, jetzt haben wir den einmal weg. Der andere haut schon ab, das ist auch toll. Er sollte fälligst herkommen, wenn er halt auf die Schnauze haben. So, den haben wir auch. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Alter, Junge! Bleibst du fertig stehen? Beziehungsweise bleibst du in der Luft schweben? So. Boah, ich hab so einen Bock aufzunehmen, das gibt's dir gar nicht. So. Okay, den haben wir schon mal erledigt. Den haben wir erledigt. Hui, Schattenblasare kommt jetzt auch noch dazu. Alter Schwede, die ganze herzlose Familie ist ja schon hier. Das dürfen wir nur nicht verlieren. Unsere Gesundheit sieht ja nicht gerade sehr gut aus. Wie ihr seht, der Schwarzmagier scheint auch anwesend zu sein. Oh! Donald ist K.O. gekannt. K.O. gekannt, ja. Ist klar. Also ihr merkt schon, Versprecher sind hier irgendwie mein Markenzeichen. Genauso wie, dass wir schreichen weiter vorbei. Das hatte ja vor allem der Grimm hier gerne, zu gerne erwähnt, der ja jetzt leider momentan durch Abwesenheit glänzt. Ich weiß gar nicht, was hier bei dem Grimm hier gerade abgeht. Lieber Grimm hier, falls du das gucken solltest, bitte melde dich. Man vermisst ihn irgendwie.
auch in den Livestreams von Alex und Dave sieht. Ja, von Alex schon, aber bei... Ja, ja, man sieht ihn einfach momentan nicht. Irgendwie, so gar nicht. So, wir benutzen jetzt auf jeden Fall das Trio-Tech und kommen mal zurück zum Spiel hier. Auf jeden Fall möchte ich allen nochmal einen schönen Gruß hinterlassen, ne? Allen Zuschauern, Abonnenten und sonst wen, die sich das hier angucken. Und wir haben Mitri-Ad bekommen durch den, Trio-Tech. Super. Wir durchsuchen die Blume und was kriegen wir? Ein paar Items und ein Donnerzettel. Den wird einfach erledigt. Wow! Hilfe! Wir erledigen den einen Zipfler und dann geht's richtig rund hier. Alter Schwede. Schatz, Quasare, Defender, alles was das Herz begehrt. Beziehungsweise was das Herz lose begehrt. Ja. Ich sollte das einfach lassen. Rufi schreit um Hilfe, dabei hat er die meisten Lebenspunkte und den stärksten, den höchsten Level. So. Also ihr seht nicht immer, ist das höchste Level hilfreich. Komm her, Schattenquasar! Ja, teleportier dich weg, Feigling! Jetzt aber! So. Ich vermisse irgendwie das Ability Glückspilz. Wo ist denn das? Volltreffer werden öfter ausgeführt, ja. Hier ist kein Glückspilz. Wieso ist hier kein Glückspilz? Oder gibt es das hier noch gar nicht? Gibt es das erst in Teil 2? Ich weiß das gar nicht. In Teil 2 gab es Glückspilz definitiv. Das weiß ich. Aber wow, ist das schon Teil 1? Ich weiß nicht. Fragen. Ich werde erstmal speichern. Ich sehe gerade, wir hatten jetzt theoretisch noch 3 Minuten Zeit. Ja, 3 Minuten Zeit ist nicht viel, sage ich jetzt mal so. Wir könnten jetzt theoretisch nochmal ein kleines Battle hinlegen gegen die Herzlosen. Oder aber ich mache das so, ich setze einfach mal mittendrin einen kleinen Schnitt. Das könnte ich theoretisch auch machen. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Meine Güte. Oder es gibt einfach noch ein bisschen Überlänge von der Überlänge, weil ich will ja keinen Kampf hier zurücklassen, sag ich jetzt einfach mal so. Weil wir wollen das ja schließlich auch aufleveln, so gut es geht. Bis zu Level 100. Ne? Also wir können hier maximal, das kann ich hier auch schon mal sagen, das Maximal-Level für alle drei, Maximum HP für Donut übrigens, ist Level 99. Dann ist Schluss. Also genauso wie bei, ja, nicht bei Pokémon, weil da kann man die Level 100 erreichen. Aber bei Crash Bandicoot zum Beispiel 99 Leben, da ist Schluss. Es sei denn, man hat einen, ja, Glitch drin oder einen Mod, sag ich mal so, dann würde es gehen. Alter, ein Schattenquasar auf einen Haufen. Gleich mal zerlegen. Na komm schon, Schattenquasar! Kommt her! Goofy und Donald müssen beide hoch. So. Liebe Vampi hat übrigens festgestellt, dass sich bei Sora das Bild verändert, wenn die Leben knapp sind. Das ist richtig. Was übrigens bei Donald und Goofy nicht der Fall ist. Also das ist wirklich bei Sora, das ist einzigartig, das kommt nur bei ihm vor. 27 Punkte für den Block, geil. Komm schon, die hauen wir auch noch weg. So. Noch eine Abwehr. Ja, geil. Und jetzt hauen wir dich auch noch weg, du alte Säule. Du. Tschüss, Sikorski. Noch jemand? Hallo? Hier ist noch jemand. Ah, der, hier! Der schwebt neben uns, die Sau! Glaub's nicht. Der schwebt einfach neben uns so. Lalalala. Oh, ich muss mich kurz am Auge reiben. Ah. Oh, schlimm. Ich habe irgendwas im Auge. Ein Wimper wahrscheinlich oder so. Egal. Soll nicht euer Problem sein. Ich speichere jetzt auf jeden Fall und dann wird die erste Hälfte der 9. Session enden. Ihr hört richtig, die 9. Session. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Bitte gebt doch den Parts wieder einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen.
Und ja, mir bleibt dann nichts weiter mehr zu sagen als bis zur nächsten Session beziehungsweise bis zu den nächsten Parts. Und euer Weltbefan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.